Hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Kochvideo. Heute mache ich Gemüsenudeln und darauf legen wir Fisch oder Lachs. Ich zeige euch heute unseren tollen kleinen Spirali, der jetzt zwei Einsätze hat, einen gröberen und einen feineren Einsatz und den man zulegen kann. Wir machen das Gemüsenudeln in unserem Ultra Pro. Ich habe schon ein paar vorgeschnitten, dass es nicht zu lange dauert. Und jetzt zeige ich euch, wie man zerlegt. Hier ist ein Schloss, dreht man ihn gegengesetzt, kann man ihn toll zerlegen. Einfach wieder draufsetzen und verdrehen. Ich nehme für die Kartoffeln den feineren Einsatz. Den sieht man hier auf der Seite durch die Rillen. Hier sind feine Rillen und beim gröberen sind breitere Streifen oben hier. So, ich nehme jetzt gleich einmal eine Kartoffel, weil die ja länger dauert. So, dann nimmt man gleich die Halterung. Seht ihr das? Wie tolle Nudeln das werden. So, dann geht die Halterung komplett rein. Dann bleibt eigentlich nur ein kleines Eck drüber, dass man dann mit dem Messer klein dazu schneiden kann. Genauso funktioniert das Karotten. Zeige ich das mal. Nehme ich auch wieder einen feinen Einsatz. Oder nehme zum Beispiel die Zucchini. Da nehme ich jetzt einen groben Einsatz. Ich habe schon gelbe Zucchini auch reingetan. Aber im Nu hat man dann. Man könnte auch mit den Gemüsenudeln in der Mikro dämpfen oder in der Mikrokanne. Dann Carbonara-Sauce oder Bolognese-Sauce darüber geben. Ist auch ganz fein. Das alles. Dann ist das schön bunt. Dann nehme ich unseren Super Sonic Multi, gebe eine Knoblauchzehe rein, ein bisschen Salz, pack das einmal fein. Dann gebe ich noch Schlagobers oder Rama Creme Fin drauf. Und Suppenwürze. Dann vermische ich das alles. Gieße dann das alles über den Gemüsenudeln drüber. Und lege jetzt den gewürzten Lachs drauf. Ich habe hier eine Lachsforelle. Ihr könnt auch Dorsch oder Forellenfilet nehmen. So, das gebe ich jetzt für 30 Minuten in das vorgeheizte Backrohr für 30 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in das Backrohr. So, meine Lieben. Mittlerweile ist unser Fisch fertig. Den richte ich euch jetzt an. So.
Hirschnudeln noch dazu. So, jetzt wünsche ich euch nur mal ein gutes Gelingen und guten Appetit. Thank you.